Der Match, man weiß gar nicht, zu was man überhaupt gerade. Ja, danke, kann ich jetzt ablegen, oder? Jetzt darfst du es ablegen. Ja, super. Genau. Gestern gesagt, wenn wir ein paar Dinge heute richtig machen, dann wird Paris nicht viel Spaß haben. Hat funktioniert, ne? Absolut, hat funktioniert. Man muss natürlich ehrlich sein, in so einem Fußballspiel gibt es immer mal wieder so Momente, wo du durch den Fleiß das Glück vielleicht auf deiner Seite brauchst. Wir hatten, glaube ich, diesen einen Moment oben, Konzgrad, ja. Als Jan den Ball verliert, der Matta auf der Linie klärt. Ja klar, wenn da das 1-0 fällt, weiß man auch nicht, wie die Mannschaften dann darauf reagieren. Aber gerade, sage ich mal, in der zweiten Halbzeit haben wir so ein bisschen auch die Scheu abgelegt. Oder sagen wir mal, wir waren klarer. Wir waren klarer im Verteidigen. Weniger in diesen Halb-Halb-Situationen, wo wir nicht genau wussten, sollen wir jetzt vorne drauf stürzen, sollen wir bleiben. Und dementsprechend haben wir dann auch, ich glaube, in der zweiten Halbzeit das bessere Spiel gemacht und dann, glaube ich, auch verdient gewonnen. 1, 2, 3 Konter sogar schlecht ausgespielt. Aber insgesamt, ich glaube, man hat, um es leicht verständlich zu machen, wird ja oft diese Mentalität. Ja. Das Zweikämpfe führen, das haben wir heute auf jeden Fall gut gemacht. Ja, und einmal hat man es richtig, richtig gut gemacht, als Verratti da den Ball vertändelt hat und dann übergelegt auf. Also, es war auch so ein bisschen Spiel der Fehler, ne? Also, ja, ist ja Fußball irgendwo immer, ne? Natürlich, man wünscht sich vielleicht als Fan, als Zuschauer, dass noch mehr Torchancen durch tolle Spielzüge herausgespielt werden. Aber wenn zwei Mannschaften wirklich versuchen und auch diszipliniert arbeiten, verteidigen, dann ist es nicht ganz so einfach. Gerade bei so einem Spiel mit so viel Druck. Es einem nicht immer so leicht von der Hand. Man macht den einen oder anderen Tieflauf weniger im Kopf schon. Den Ballverlust ist nicht immer die richtige Herangehensweise, aber passiert automatisch. Und da haben wir einfach mal zugeschnappt. Verratti ist ein Spieler, wir haben Weltklasse Ballbehandlung. Wie oft er sich aus engen Situationen löst, ist schon super. Aber wir wussten auch, man kann auch mal eine Beute machen. Ja. Und da haben wir sie gemacht. Wir haben ja gestern schon gesprochen, dann haben sie zu mir gesagt, ja, also wenn ich den Ball heute über die Linie drücke, dann dürft ihr mich loben. Ach so. Waren sie dran oder nicht? Wie dran? Also ich habe leider keine Torchance. Wobei, vielleicht wenn Schupo nicht dran... Der eine? Nee, war nicht dran. Nicht dran. Aber ich glaube... Dann ist es ein reguläres Tor. Position Mathieu. Alors, que se passe-t-il ? Le buteur Hakim Ziyech est resté au sol.